Ja, das ist jetzt die letzte Woche von Sitzungen, die wir hier in Brüssel haben. Dann geht es in Berlin noch weiter, dann gibt es im Wahlkreis noch Sitzungen. Aber diese letzte Woche ist schon schwer hektisch. Die Ausschüsse tagen, Abschlüsse werden getätigt. Wir haben zum Beispiel bei dem Energieeffizienzlabel, also dem Zeichen, das auf die Elektromaschinen kommt, um zu zeigen, wie viel Energie verbraucht wird, einen Abschluss im Parlament erreicht, im Plenum erreicht. Und gestern und heute beginnen schon die Beratungen mit dem Rat, also die sogenannten Triloggespräche, wo Rat und Kommission und Parlament versuchen, sich zu einigen, weil sie unterschiedliche Meinungen haben. Das wird ein paar Monate dauern, dann werden wir hoffentlich auch das Thema beendet haben. Und ich hoffe, dass in den nächsten Wochen dann irgendwann auch der Punkt kommt, wo man mal ein bisschen Pause machen kann. Und mitten in diesem Trubel, in diesen ganzen Sachen, die wir erledigen müssen an Alltagsgesetzgebung, gibt es eben auch die großen Debatten. Die große Debatte zum Beispiel, die uns alle umtreibt im Moment, ist die Frage Brexit und wie geht es weiter. Wir haben gemerkt, Großbritannien trifft eine Entscheidung. Keiner weiß, wie es weitergeht. Unklarheit im Personal, Führungspersonal. Plötzlich haben die dann doch ganz schnell einen neuen Premierministerin. Und gestern, heute auch die große Überraschung, dass einer der größten Brexit-Betreiber, Herr Johnson, jetzt Außenminister wird. Also täglich eine Überraschung mehr, ganz schwer einzuschätzen, wie das weitergeht. Ich bin sicher, das wird ein bisschen dauern, weil Großbritannien erst beginnen kann mit den Verhandlungen, wenn sie wissen, was sie wirklich wollen. Und ohne diesen Standpunkt kann man überhaupt nicht anfangen zu verhandeln. Es wird schwer werden. Es wird verdammt schwer und schwierig werden. Und es wird Folgen haben, insbesondere für Großbritannien, die Menschen und die Wirtschaft, aber möglicherweise auch für den Rest Europas. Und da kommt es eben darauf an, nicht hektisch zu reagieren, nicht mit Beschimpfungen zu agieren, kühlen Kopf zu bewahren und, wie Angela Merkel von Anfang an gesagt hat, einfach nüchtern und pragmatisch Schritt für Schritt die Sachen zu erledigen. Das ist wahrscheinlich in aufgeregten Zeiten sowieso das Beste, sich nicht auch noch aufzuregen, nicht weiter anzuheizen, sondern kühlen Kopf zu behalten und die Probleme zu lösen. Und Europa wird dann die Zustimmung der Menschen bekommen, wenn die Leute das Gefühl haben, wenn sie das Gefühl haben, dass wir einen guten Job machen, dass wir die Probleme lösen und nicht nur täglich drüber quatschen. Also in diesem Sinne, uns allen demnächst irgendwann auch mal ein paar ruhige Tage in den Sommerferien.